Er sagte, es ist besser, allein zu gehen, als mit einem Dummkopf zu gehen. Wenn du willst, kannst du dich bewusst weiterentwickeln an diesem Abend. Es gibt keine Grenze dahingehend, wie ein Mensch werden kann. Das ist etwas, das jeder Mensch tun muss. Dann wird das Zusammensein sehr bereichernd sein. Als Gautama, der Buddha, gefragt wurde, ist es besser, allein zu gehen oder in Begleitung, sagte er, es ist besser, allein zu gehen, als mit einem Dummkopf zu gehen. Nun, das ist er, nicht ich. Er war sich recht sicher, dass nur ein Dummkopf mit dir gehen würde. Also sagte er, es ist besser, allein zu gehen, als mit einem Dummkopf zu gehen. Eine bestimmte Überlieferung in diesem Land besagt, dass man, wenn man eine kurze und schnelle Reise machen will, allein gehen sollte. Wenn man eine lange Reise machen will, gehe in Begleitung. Aber das Wichtige ist doch, wer geht mit dir? Nicht immer ist das Zusammensein eine gute Sache. Oftmals kann zusammen zu sein ein Ärgernis sein. Also, zuallererst, es sei denn, du bist ein Zwilling, selbst dann kommen wir allein und wir gehen allein. Wenn jemand nicht weiß, wie er oder sie bei sich selbst sein kann, dann kann zusammen zu sein ein großes Ärgernis sein. Wir werden als menschliche Wesen bezeichnet. Menschsein heißt, jedes andere Lebewesen ist, was es ist, einfach aufgrund dessen, was es tut. Aber ein Mensch kann einfach sein, was eine einzigartige Eigenschaft des Menschen ist, dass wir einfach sein können, dass wir keine zwanghafte Handlung sind. Das ist es, was es bedeutet. Unser Handeln ist bewusst und urteilsfähig. Aber üblicherweise, wenn Menschen zusammenkommen, üblicherweise sind Menschen in zwanghaftem Handeln. Es kann eine Vereinigung sein, in der zielbewusstes Handeln möglich ist, oder es kann eine Gruppe sein, in der zielbewussteres Handeln möglich ist. Oder es kann eine Menschenmenge sein, die zwanghaftes Handeln sein kann. Im Wesentlichen bedeutet Menschsein also, dass wir den Stand der Evolution in uns erreicht haben, an dem wir, wenn wir wollen, einfach hier sitzen können. Einfach sein. Wir können abwägen, welche Handlungen wir ausführen und welche wir nicht ausführen. Das ist definitiv individuell. Wenn Individuen zusammenkommen, sagen wir, es sind wir im Plural. Aber es sind immer noch Einzelpersonen, die zusammenkommen müssen. Ein Individuum zu sein bedeutet, dass du nicht weiter teilbar bist. Das heißt, du bist nur einer. Menschen finden unterschiedliche Wege, um sich innerlich zu unterteilen. In Indien, mit seiner 10.000 Jahre alten Kulturgeschichte, haben wir verschiedene Wörter erfunden, um uns zu teilen. Es ist sehr üblich, dass Leute in Begriffen wie Atma, Paramatma, Ahankara dies und jenes sprechen. Aber jede Kultur hat so etwas auf ihre eigene Weise. Wenn die Dinge gut laufen, wenn gute Dinge getan werden, sagen die Leute, wenn man sie fragt, ja, ich habe das getan. Wenn etwas nicht klappt, wenn etwas schief geht, dann versuchen sie, jemanden zu finden. Und wenn sie niemanden finden,
He is always there. Dann ist er immer da. Wenn sie ganz wundervoll sind, sind sie natürlich stolz darauf, wie wundervoll sie sind. Wenn sie böse werden, sagen sie, es war mein Ego. Mr. Ego is always a fall guy. Mr. Ego ist immer der Sündenbock. So individual means, Individuum bedeutet also, wenn ich wundervoll bin, bin ich es. Wenn ich böse bin, bin ich es. Ihr alle. Seid ihr 24 Stunden wundervoll? Hallo? Seid ihr 24 Stunden wundervoll? Nein, nein, manchmal wundervoll, manchmal böse, manchmal schön, manchmal hässlich. Es ist okay. It's okay. Wenn wir verstehen, dass ich es bin, der in der Lage ist, absolut wundervoll zu sein, und dass ich es bin, der fähig ist, in einem anderen Moment absolut böse zu sein, dann wird die Zahl der bösen Momente allmählich zurückgehen. Wenn ich sehe, was wundervoll ist, bin ich, was böse ist, in Indien haben wir viele Ausdrücke, das ist mein Karma, was soll ich machen? Nein, du musst das in Ordnung bringen. Ein Individuum zu sein ist sehr wichtig. Es bedeutet, dass du nicht weiter teilbar bist. Wenn ich wundervoll bin, bin ich es. Wenn ich böse bin, bin ich es. Wenn ich Erfolg habe, bin ich es. Wenn ich versage, bin ich es. Du musst das in den Griff bekommen. Ich stelle dir eine ganz einfache Frage. Hier drin. Wie viele Menschen? Hallo? How many people within you? Wie viele Menschen sind in dir? Einer, zwei, nur einer. Wenn du einer bist, bist du ein normaler Mensch. Wenn du mehr als einer bist, bist du entweder schizophren oder du bist besessen. Du brauchst entweder einen Psychiater oder einen Exorzisten. Aber du wirst sehen, wann immer Dinge nicht richtig laufen, taucht von irgendwoher ein anderer Typ auf. Ein Individuum zu werden bedeutet also, dass man all diese Pop-ups ausschaltet und einfach sagt, das bin ich. Dieses Was bin ich hat viele Dimensionen. Wenn ich nicht sehe, dass dies ein Individuum ist, das ich nicht weiter teilen kann, dann wird keine Transformation stattfinden. Wenn keine Transformation stattfindet, wenn die Menschen in diesem Zustand zusammenkommen, wird es mehr Chaos als Lösungen geben. Alle Lebewesen hängen zusammen ab. Ob es sich um verschiedene wilde Lebewesen handelt, die meisten von ihnen hängen zusammen ab. Sogar Affen, die nur einen Schritt hinter uns sind, auch sie sind in Rudeln unterwegs. Nur der Mensch kann sich allein hinsetzen und sich selbst transformieren. Denn das ist das Vorrecht des Menschseins, dass wir einfach sein können. Das ist, was Menschsein bedeutet. Du bist fähig zu sein. Du befindest dich nicht in einem zwanghaften Zustand des Handelns. Wenn du willst, kannst du dich bewusst weiterentwickeln. An diesem Abend kannst du dich weiterentwickeln, wenn du gewillt bist. Es dauert nicht 1 Million Jahre, weil unsere Evolution nicht mehr biologisch ist. Unsere Evolution ist bewusst. Für jedes andere Lebewesen ist es festgelegt. Die Natur hat 2 Linien festgelegt, innerhalb derer jedes andere Lebewesen lebt und sich bewegt. Aber sobald du als Mensch gekommen bist, gibt es nur eine Untergrenze, es gibt keine Obergrenze. Es gibt keine Grenze dahingehend, wie ein Mensch werden kann. Bevor wir uns also mit anderen Menschen zusammentun, ist es gut, wenn du dich jeden Morgen oder in einer bestimmten Phase deines Lebens zurückziehst, um ein wenig Zeit mit dir selbst zu verbringen und zu sehen, wie, auf welche Weise dies ein bisschen besser sein kann, als es gestern war. Dieses Leben, wie es ein bisschen besser sein kann, als das, was es gestern war. Denn die meisten Menschen kommen wegen ihrer Bedürfnisse zusammen. Um Bedürfnisse zu erfüllen, kommen die Menschen zusammen. Manche Menschen kommen zusammen, um einen Zweck oder ein Ziel zu erreichen. Manche Menschen kommen zusammen, um zu essen, zu trinken und zusammen zu sein, weil sie nicht allein sein können.
Das ist etwas, das jeder Mensch tun muss. Eine bestimmte Zeit lang machst du eine Sache, nur 24 Stunden. Nimm eine Auszeit von allem. Nicht heute, in diesem Moment bist du unter Menschen. Du nimmst dir manchmal eine Auszeit, nur 24 Stunden, und lies nicht, schau nicht fern, benutze kein Telefon. Sitze einfach in deinem Zimmer, aufmerksam, nicht schlafend. Und wenn du dann die Natur deines Geistes beobachtest, wirst du selbst bestätigen, das ist ein Verrückter. Denn für die meisten Menschen ist es unmöglich, dass ihr Geist bei einer Sache verweilt, wenn sie nicht aktiv sind. Sie können einfach nicht hier sein. Ein zwanghafter Zustand psychologischer Aktivität ist an. Wenn du so bist, kannst du nicht sein. Das bedeutet, du kannst nicht Mensch sein. Das Sein muss geschehen. Nur dann wird die Zweisamkeit sehr bereichernd sein. Wenn du es verstehst, allein zu sein, dann wird das Zusammenkommen sehr lohnend und von immensem Wert sein. Es bedeutet, wir sind bewusst zusammengekommen.